So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende bis dato wirklich gute bestanden und seid vor allem gesund geblieben, denn das, wie ihr wisst, ist nach wie vor die Hauptsache und das einzig Wichtige. Und damit ganz herzlich willkommen zurück. Ich war 3 Wochen im Urlaub, ich hab's im Video davor auch schon gesagt, aber ich sag's hier auch nochmal. Ich war 3 Wochen im Urlaub, das heißt 3 Wochen vorproduzierte Videos. Wir haben uns das ganze Zuhältertape 4 gegeben von Kolle. Jetzt kommen wir zum nächsten Song von Zuhältertape 5, Zuhälteraura. Ich bin sehr gespannt, 4 Minuten 32. Ich öffne mal nicht die Lyrics und versuch's mal so. Wenn's nicht geht, werde ich halt während der Reaktion einfach kurz die Lyrics öffnen, damit ich halt ein bisschen den Plan hab. 4 Minuten 32, like, can, support, come out. Ihr wisst doch mittlerweile Bescheid, wie es läuft. Produziert ist das Ganze wieder mal von Johnny Instrument, Worek, Violine von Juliane Hennenberg, gemischt und gemastert von King Size. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall, würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, Kollege Zuhälter Aura, ich bin sehr gespannt. Zuhälter Tape 5 kommt, wir haben uns Zuhälter Tape 4 gegeben. Jede Reaktion ist online, könnt ihr gerne abchecken. Kolle, Zuhälter Aura, Abfahrt. Das ist die Violine, oder? Von der Juliane Hennenberg. Okay, crazy. Sehr schön. Ah, der ist aber nicht... Also, das sehe ich von 10 Kilometer Entfernung, dass der Kollege nicht echt ist. Safe nicht. Ganz kurz... Ich finde sehr, sehr, diese epischen Anfänge finde ich super, super nice. Rotlicht-Sonata war genauso mit diesem Chor im Hintergrund. Dieses ganz epische und dann sitzt er hier am Kopf des Tisches so, einfach mit diesem Pelz und, ne, es sieht einfach nice aus. Tropische Tierpelze ist da eine Song von 12 Tape 4. War krass. Let's go! Oh, Digga, Bassline ist Bombe, ne? Auch relativ normale Hi-Hat so gesetzt, auch nicht wirklich schnell so. Ganz normales Two-Step-Pattern so, aber super krass, super breite Bass. Gibt halt voll die Atmosphäre. Ich geh raus im Bezirk, trübes Wetter, trag die 4-5 Beretta, trag so 4-5 Berettas. Yeah. Trag die 4-5 Beretta, trag so... Meint er, die 4-5 Beretta... Und dann sagt er aber im gleichen Zug, trag so 4-5 Barrettas, also 4-5 davon. Aber im ersten Moment hat er die 4-5 Barretta, ist nice. Ist nice, auch der Einstieg, ne? Trübes Wetter, trag die 4-5 Barretta. Ich geh raus im Bezirk, trübes Wetter, trag die 4-5 Barretta, trag so 4-5 Barretta. Ist nice. Yeah. Raub dich aus, kauf mir ein Bild, hübschen Sweater. Ey. Der Rest fließt in Charity wie Kirschblütenblätter in die... Was, ey, Digga. Bei ihm hab ich doch so... Wenn ich nicht die Lyrics offen hab, ich sag euch ehrlich, ne, ich mach die jetzt nicht auf, weil alle sagen, ich hab auch die Nachrichten bekommen, so, du kannst nur mit Lyrics dies, das, hör den Song doch an und wenn du was nicht checkst, ist auch nicht so schlimm, aber die ganze Zeit da drauf gucken ist auch scheiße, so, ist scheiße definitiv, aber es wäre noch blöder in meinen Augen, wenn ich den kompletten Song höre und der einfach, boom, so an mir vorbeigeht und ich nicht irgendwas gecheckt hab. Aber bei ihm habe ich das Gefühl, jede Zeile hat... Barretta, trag so 4-5 Barrettas. Yeah. Raub dich aus, kauf mir ein Bild, hübschen Sweater. Hey. Der Rest fließt in Charity wie Kirschblütenblätter. Raub dich aus, kauf mir ein Bild, hübschen Sweater. Der Rest fließt in Charity. Ah, der Rest fließt in Charity, also in gute Organisation, also so ehrenamtliche, also Charity-mäßig, aber auch... Die Hirndrüse... Warte. Raub dich aus, kauf mir ein Bild, hübschen Sweater. Ey. Der Rest fließt in Charity wie Kirschblütenblätter. In nice, der Rest fließt in Charity wie Kirschblüten. Digga, das ist doch... Wie geht sowas? Ne? Also meine Theorie steht ja immer noch, der Typ ist nicht von dieser Welt. Den haben die Aliens einfach irgendwann mal runtergeholt so, oder runtergesandt zu uns und haben den einfach irgendwie vergessen über die Jahre. Die Hirndrüse scheppern dir hier 19 neue Hits, wo es um nichts anderes geht, als dass ich Boss bin und du nicht. Geschmeckt. Neue Hits ist nice. Dass ich Boss bin und du nicht, nice. Dass ich Boss bin und du nicht, Geschmäcker ändern sich, ey. Doch Geld ist immer schick, nenn mich Schneemann, Kohle zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Digga. Nenn mich Schneemann, Kohle zaubert mir ein Lächeln ins...
Wie kommt man, Digga? Es ist sehr, sehr naheliegend, aber... Bode zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ist Bombe. Ganz kurz zum Beat, ne, weil viele gesagt haben, ich soll mehr auf den Beat eingehen. Geile Bassline generell, diese Johnny Israel-Produktion hatten wir bei Paradies auch davor mit Samra und Bojan. Generell hat sehr, sehr viel auch für Asche das, glaub, das komplette Album gemacht. Was bleibt das Asche-Album? Geile Bassline, immer die Basslines sind super, super hart so. Geile Kick, schöne High. Jetzt nicht irgendwie was Außergewöhnliches so, aber passt alles perfekt. Nicht international business, biete den Gästen aus Russland dein Näschen zu. Was? International Business bietet den Gästen aus Russland ein Näschen zum Gruß wie bei Eskimo-Kuss an. Wie bei Es, weil die, ich glaube, die machen auch so. Also die, ja, schwer zu sagen, aber diese Eskimos, ich hab das schon mal gesehen. Also, beziehungsweise, ich hab das schon mal gehört, wenn die. Zum Gruß wie bei Eskimo-Kuss an. Lass dich dort steifen Slavenstoff einatmen. Paar Dosen davon ziehen wie ein Hochzeitswagen, ey. Lass dich stock steifen, oh, Digga. Steifen Slavenstoff einatmen. Lass die stocksteifen Sklaven ein bisschen Stoff einatmen. Wie ein Hochzeitswagen. Stoff einatmen. Atmen, paar Dosen davon ziehen wie ein Hochzeitswagen. Ey, der Hustler kann selbst Eskimos noch Kühlschränke verticken. Kann selbst Drogenmafia-Killer nice. Noch paar Plüschteddys vermitteln. An die frommste Nonne noch ne Packung Durex verhehlen. Nice. Und vielleicht sogar Deutschrapper nen Duden andrehen. Ah, oh, nice. Wie er so aufzieht, was er alles noch machen könnte, so, ne? Nimm Eskimo einen Kühlschrank verkaufen und Deutschrappern vielleicht sogar einen Duden andrehen oder so. Boah, ist nice. Ist ein, ey, Digga, kann man nicht sagen. Ich hab das wirklich, zu der Tape 4 habe ich nach der Reaktion, logisch im Urlaub, sehr, sehr oft gepumpt, gerade auch mit MDNA zusammen, werden wir die Tage im Stream noch abchecken. Und ich hab Kolle da wirklich lieben gelernt. So, ich hab verstanden, okay, der Typ ist, was das angeht, Nonplusultra, es geht nicht mehr. Es geht. Vielleicht sogar Deutschrapper einen Duden andrehen, versorgt die Jugend mit Schnee. Auch im Beat ist nicht so viel, also generell, ich glaube sogar, Koll ist da sehr, sehr oft dabei, wenn die Beats gebaut werden, weil halt eben er immer im Vordergrund steht. Gerade wenn er diese mehrsilbigen Reime setzt und dies und das, diese Wortspiele, willst du natürlich alles gut verstehen können und somit den Beat relativ nicht subtil im Hintergrund lassen, aber diese Elemente, wo drin sind, nicht zu krass rausstechen lassen. Versorgt die Jugend mit Schnee, ey, wenn der Zuhälter kommt, bist du. Ey, wenn der Zuhälter kommt. Mit Mushrooms im Himmel. Oh. Wie eine Nuklearbombe. Bist du mit. Und vielleicht sogar Deutschrapper einen Duden andrehen. Versorgt die Jugend mit Schnee. Ey, wenn der Zuhälter kommt, bist du mit Mushrooms im Himmel wie eine Nuklearbombe. Bist du mit Mushrooms im Himmel wie eine Nuklear. Also, er meint einmal Pilze, die du wahrscheinlich, ne? Also, drogenmäßig. Keine Macht in Drogen an der Stelle. Aber wie eine Nuklearbombe. Da hat auch immer so eine Pilzform, oder? Also, wenn irgendwas sehr, sehr Großes hochgeht oder, ne, auch. Hat doch immer diese Pilzform, die sich dann irgendwann Minuten später ergibt eben. Glaube ich, so ist es gemeint. Himmel wie eine Nuklearbombe, dann ist dein Blutzellenplasma dank Drogenkonsum leben. Dirty wie Flutwellenwasser von Tropenmonsunregen. Du jammerst. Ey, Digga, haut der. Guck mal, sowas haut er einfach raus, Digga. Nuklearbombe, dann ist dein. Dann ist dein. Blutzellenplasma dank Drogenkonsum leben. Dein Blutzellenplasma dank Tropenmonsunregen. Dein Blutzellen. Oh, Digga, ich möchte da nicht anfangen zu zählen, ne? Ich hab die Reaktion von JG nicht gesehen, aber ich glaube, der Typ hat mir, der hat mitgezählt. Ist dann wie viel Silben Blutzellen. Das waren. Das ist ein Blutzellenplasma dank Tropenmonsumregen. Plasma dank Drogenkonsum. Nein. Warte. Rums im Himmel wie eine Nuklearbombe. Dann ist dein Blutzellenplasma dank Drogenkonsum leben. Dein Blutzellenplasma dank Drogenkonsum leben. Dirty wie Flutwellenwasser. Dirty wie Flutwellenwasser. Von Tropenmonsumregen. Von Tropenmonsum. Ah, Digga. Haut. Guck mal, haut er einfach so raus. Was sind es? 7, 8? Tropenmonsumregen. Du jammerst mich hier dicht und hast voll die Sorgen. Bla bla blub wie beim Waterboarding, Kid. Laberst mich bla bla blub. Ich sitz im Bentley Continental, meine Tracks nicht von der Welt, so wie Engelschorgesänge. Und es geht vom Bordstein in die Welt. Des Fußes Fußstapfen sind Kornkreise im Feld. Halt die Waffe aus dem Fenster, wenn das Herbst laut. Oh, böse Vibes, Digga. Auch so ein bisschen zu Hell Tape 4 Vibes, ne? Auch diese Hooks bei ZHT4. Ist es einfacher, zu Hell Tape 4 zu sagen oder ZHT4? Ist zu Hell Tape 4 ist eigentlich ein bisschen einfacher. Gegen die Hooks auch immer voll auf, voll breit, voll episch, majestätisch, genau wie hier, boah. Welt, das Boss ist Fußstapfen, sind Kornkreise im Feld. Halt die Waffe aus dem Fenster, wenn das Herbstlaub weht. Sie ertrinken in dem Meer austreten. Auch, dass er mit der Stimme so hoch geht, in der Mitten von der Hook. Und dann die Hook, also quasi die ersten Takte, quasi
wieder schön ausklingen lässt. Sie ertrinken in dem Meer. Sie ertrinken aus dem, in dem Meer aus. Der Austrien, trag die 4-5 Barretta unter Kirschblütenblätter. Hier, trag die 4-5 Barretta unter Kirschblütenblätter. G-Code Vendetta, Alla Vito Scaletta. Waffe aus dem Fenster, wenn das Herbstlaub weht. Zuhälter Aura, Stare Down Face. Oh, böse Hook. Also von den Singles, die jetzt zu Zuhälter Tape 5 rausgekommen sind, böse. Also eigentlich, gut, zu Rotel Sonata hatte ja nicht wirklich eine Hook. Ja, Dicker, es ist eine Bombe. Face. Ging von zu Hause weg, ciao Mama, wir sehen uns bald. Jahre später heimkommen, Mio auf den Tisch geknallt. Hier in Maserati, Mama. Hier in Maserati, Mama. Mio auf den Tisch geknallt. Bullen bringen wieder Gastgeschenke fresh aus der Asservatenkammer. Ich erledige einen Rivalen, aber wird freigeschaltet. Auch hier, guck mal, ich erledige einen Rivalen, auch wenn er immer so ein bisschen schneller wird. Gesprochen wie meine Reden an seinem Grab, wo ich den Tränen. Ah, warte. Freigesprochen wie meine. Hey, ich überspringe. Bringen wieder Gastgeschenke fresh aus der Asservatenkammer, ich erledige einen Rivalen. Aber wird freigesprochen wie meine Reden an seinem Grab, wo ich den Tränen ziemlich nah bin, seine Lady in den Arm. Wo ich den Tränen ziemlich nah bin, auch so ein bisschen stimmlich ändert sich da was. Gesprochen wie meine Reden an seinem Grab, wo ich den Tränen ziemlich nah bin. Wo ich den Tränen ziemlich nah bin. Seine Lady in den Arm nehme, für seine Seele bete und schwör sein Mörder für die elendige Tat, mein Leben lang zu jagen, ey, vom Agress. Geil. Schön, eigentlich schöner Einstieg in. Der erste Part war geil, auch gerade mit diesem Charity in Kirschblütenblätter war geil. Aber wie er die Geschichte hier erzählt, ist auch schön. Ey, vom aggressiven Youngster zum raffinierten Mobster, doch hab immer noch Probleme mit dem marinierten Lobster. Ey, aber ganz kurz, ich find's eigentlich, ne, ich habe am Anfang gesagt, man sieht direkt, dass es halt, ne, auch gerade hier Paprika und so weiter, alles ein bisschen. Aber ich find's eigentlich nice, dass er sowas wählt wie was Echtes, so, wisst ihr, was ich meine? Außer er verzehrt ihn natürlich danach nach Strich und Faden gut. Marinierten Lobster, komm mir vor wie Edward mit den Scherenhänden, mit dem Krebs am Kämpfen wie Chemopatienten. Ich mag das eigentlich, ne, mit dem Krebs am Kämpfen wie Chemo. Am Casino-Tisch und mich. Ich feiere das eigentlich, dieses da, ba, ne? Also wenn er nicht sauber durchfließt. Lobster, doch hab immer noch Probleme mit dem marinierten Lobster. Komm mir vor wie Edward mit den Scherenhänden. Mit den Scherenhänden. Mit dem Krebs am Kämpfen wie Chemo. Mit dem Krebs am Kämpfen. Chemopatienten am Casino-Tisch um mich rum ein paar White Chicks mit Booty. Crime City Blues wie im Guy Ritchie Movie. Ja, aber ich finde den ersten Part stärker. Grad was Reime, wo du ein bisschen mehr überlegen musst, so, ne, auch dieses White Chicks mit Booty ist auch nice, wie er das float, aber ich finde den ersten Part stärker. Wir meckern aber da auf sehr, also auf astronomischem Niveau. Die Blues wie im Guy Ritchie Movie, der Mafioso duckte sich spanisch vor meiner Maschinengewehrsalve, flüsterte Bibelvers Psalm und wurde nie mehr der Alte. Flüsterte Bibelvers Psalm und wurde, was sagt er, wurde nie mehr? Flüsterte Bibelvers Psalm und wurde nie mehr der Alte. Und wurde nie mehr der Alte. Das Gewehrkugelnplayer. Geh zum Grenzen aufzeigen, bin ich Lehrstundengeber. Wie ein Erdkundelehrer. Dein Dad geht. Guck mal hier auch schon wieder. Warte, ich brauch da mal ein bisschen. Kugelnplayer. Geh zum Grenzen aufzeigen, bin. Geh zum Grenzen aufzeigen. Bin ich Lehrstundengeber. Wie ein Erdkundelehrer. Bin ich Lehrstundengeber. Wie ein Erdkundelehrer. Digga. Dein Dad geht im Puff noch eine Ehrenrunde drehen, wo er die Dreckslöcher anbaggert wie ein Bergtunnelgräber. Okay, ist nice. Der Erdmantel bebt da, ich in alter Pracht back, wenn du bist gewaltsam. In alter Pracht back. Geknechtet. Erdmantel bebt da, ich in alter Pracht back, wenn du bist gewaltsam geknechtet. In Alcatraz Häftling. Alter Pracht back bin, wie in Alcatraz Häftling. Ist nice. Kommt das Album raus, ist alles aus, der Rest nur Schall und Rauch, wie eine Salve aus dem Walterlauf, Schwächling mit Walterlauf, guck mal, ich stopp schon wieder viel zu viel. Viele haben auch gesagt, hey, lass ein bisschen mehr laufen, so. Ich habe aber auch Angst auf YouTube, dass das Ding gesperrt wird, so. Deswegen stopp ich lieber einmal mehr kurz und red ein bisschen und, ey, Beat ist nice, ne? Der Rest nur Schall und Rauch, wie eine Salve aus dem Walterlauf, Schwächling mit geballter Faust, Action in Gewaltbezirken nachts. Da kriegst du ganz schnell Eier flattern, wie beim Fallschirmspringen nackt. Hab ich noch nicht. Weil Rache kalt zerwitt wird, so wie Kai Pirin, ja, Schatz, ich knall dich ab und bei deinem Girl werde die Balzinstinkte wach. Sie macht die. Oh, Digga. Ich hab und bei deinem Girl werde die Balzinstinkte wach. Sie macht nice. Die Beine auseinander. Sie macht die Beine auseinander. Die Balzinstinkte wach. Sie macht die Beine auseinander. Hey. Obacht, Mäus, treffen wir beide aufeinander und haben da Beine auseinander. Obacht, Mäus, er sagt ja Mäus und Kid, sagt er ja auch immer. Aber gerade wie Mäus und er jetzt zueinander stehen, kann man jetzt schon denken, und Obacht, Mäus, das quasi so ein bisschen was gegen Mäus gehen könnte, aber ich weiß nicht. Obacht, Mäus, treffen wir beide aufeinander und haben da Beine auseinander. Setzung, hol ich Äxte, hack deine Beine auseinander. Grab deine Leiche aus und nehm selbst die Gebeine auseinander.
Oh, war aber nice, geiler Partausstieg. Nochmal die Hose. Vom Bordstein in die Welt. Des Bosses Fußstapfen sind Kornkreise im Feld. Hat die Waffe aus dem Fenster, wenn das Herbstlaub weht. Bombe. Sie ertrinken in einem Meer aus Tränen. Hat die 4-5 Beretta unter Kirschblütenblättern. G-Code Vendetta a la Vito Scarletta. Ist nice. Trag die 4-5 Beretta unter Kirschblütenblätter. Auch Digga, er sieht einfach frisch aus. Ich sag euch ehrlich, wie es ist, ne? Er sieht einfach frisch und gut aus. No homo. G-Code Vendetta a la Vito Scarletta. Waffe aus dem Fenster, wenn das Herbstlaub weht. Zuhälter Aura, stare down face. Und es geht vor Borschein. Okay, nochmal die Hook. Oh, böse. Böse. Bestellt euch das Ding auf jeden Fall gerne vor. Das war Kollege mit Toilet Tape Aura. Ich bin sehr gespannt. Ich war sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Peace.